Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen Yoshi's Woolly World weiter und wir haben scheinbar das Finale von Welt 1 erreicht. Welt 1.8. Boss Xilebos Schloss. Ja, und wer sich dahinter verbirgt, das weiß ich eigentlich schon, weil ich natürlich damals Super Mario World 2 Yoshi's Island gespielt habe. Aber okay, wir kommen nicht drum rum, was soll's. Aber ja, zu Xilebo selber erzähle ich eine kleine Anekdote, sobald wir bei ihm sind. Ansonsten bin ich... Where is Xireza? Xireza, ja, die Idee ist gut. Okay, ein Schloss. Ein Schloss, das deinen Namen trägt oder so. Wir sind mit Melonen-Yoshi unterwegs. Und Melonen-Yoshi sollte jetzt tunlichst irgendwie zusehen, dass er hier in diesem Schloss nicht stirbt. Das sollte ja aber eigentlich im Bereich des Möglichen liegen, oder? Ich gehe jetzt zumindest einfach mal davon aus. Worüber ich so ein ganz klein bisschen nachgedacht habe, als ich, keine Ahnung, über das Projekt an sich nachgedacht habe, beziehungsweise halt über die Nintendo-Spiele im Allgemeinen in letzter Zeit. Ich finde es eigentlich faszinierend, wie Nintendo, ja, für sich allein eigentlich die 2D-Jump'n'Runs so ein ganz klein bisschen wiederentdeckt hat, ist jetzt das falsche Wort, aber weiterhin so ausführlich die 2D-Jump'n'Runs einfach so für sich verfolgt und eben in regelmäßigen Abständen sowas in der Art herausbringt. Und ja, da sind sie ja eigentlich allein auf weiter Flur, so im professionellen Sektor, können wir fast sagen. Von irgendwelchen Indie-Entwicklern mal abgesehen oder so, ne? Die natürlich auch ganz gerne... Oh, kleine Xilebos, die haben auch irgendeinen bestimmten Namen. Aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Kann man euch nicht eigentlich auch... Ja, kann man. Blups. Aha. Wofür ist das? Aha. Warum sollte ich... Aber okay. Ich bin jetzt gerade irritiert. Sollte man dort irgendwie hochkommen? Man kommt dort bestimmt irgendwie hoch, oder? Aber bestimmt vielleicht erst von der anderen Seite? Das könnt ihr mir nicht erzählen. Irgendwie fällt man doch von da oben dann zwangsweise da so irgendwie runter. Moment. Das will ich mir genauer angucken. Also wie gesagt, von irgendwelchen Indie-Entwicklern mal abgesehen, ist Nintendo ja eigentlich so ziemlich der einzige Spielehersteller, der das mit den 2D-Jump'n'Runs weiterhin so tatkräftig verfolgt und sie weiterhin eben auch in Perfektion anbietet. Also mir persönlich fällt zumindest kein anderer Entwickler ein. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, sagen wir es lieber mal so, und mir irgendwelche anderen Leutchen da diesbezüglich aufzählen, aber ich wüsste jetzt wirklich nicht... Wer... Aha. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich da auf der linken Seite jetzt schon fast verpasst habe, aber egal. Cool. Das ist doch... Irgendwas habe ich doch auch schon links übersehen, wenn ich... Da muss man doch irgendwie hochkommen können. Allein auch schon, damit man da dann wieder herunterkommt und so. Ach so. Man hätte auf die draufspringen müssen. Verdammt. Okay, gut. Das wird jetzt schon mal ein wenig erfolgreiches und 100% mäßiges Schloss. Das ist ja cool. Na gut, ich begreife es. Man sollte also nicht sofort immer alles töten, was einem so vor die Flinte läuft, sondern stattdessen vielleicht auch einfach mal gewähren lassen und einfach mal ein bisschen beobachten. Na gut, nehme ich an der Stelle so hin. Okay, ja, woran liegt das jetzt eigentlich, dass Nintendo so diese 2D-Jump'n'Runs für sich entdeckt hat? Ich weiß nicht. Für sich entdeckt ist ja eigentlich auch nicht so hundertprozentig richtig. Das Ganze machen sie jetzt schon eine ganze Weile. Insbesondere kann ich hier vielleicht irgendwie... Ja, zum Beispiel, genau. Hier kann man auch nach unten gehen. Also, was Quatsch, nach rechts gehen. Das Ganze verfolgen sie eigentlich schon seit New Super Mario Bros. Auf der Wii. Wo sie dann eben gemerkt haben, Retro ist cool. Und Retro wollen die Leute auch und damit lässt sich immer noch einen Haufen Asche verdienen, so ungefähr. Und die New Super Mario Bros. Reihe haben sie ja eigentlich auch bis zum geht nicht mehr ausgeschlachtet, könnte man fast meinen.
Also gab es zig Teile, die dann auch teilweise in sehr kurzen Abständen irgendwie herauskamen. Zig Teile ist vielleicht auch übertrieben, aber es gab einige Teile. Und generell scheint sich auch so die Annahme verbreitet zu haben, dass gute 2D-Jump'n'Runs einfach schöner sind, cooler sind, toller sind als 3D-Jump'n'Runs. Was ja eigentlich um das Jahr 97 oder 98 herum die Königsdisziplin war, damals als das N64 herauskam und es irgendwie so hieß, okay, wir müssen jetzt 3D-Spiele rausbringen, weil das erwarten die Leute jetzt eigentlich so ein ganz klein bisschen. Und beziehungsweise das ist, dafür haben wir ja auch Werbung gemacht mit dem N64 und so. Und da wäre es ja jetzt irgendwie doof, wenn wir nur noch 2D-Sachen rausbringen würden. Ich meine, es wurde versucht, zum Beispiel mit Yoshi's Story. Da hat Nintendo durchaus ja auch mal wieder einen kleinen Versuch gestartet. Aber im Endeffekt auf dem N64, das war so die Hochphase der 3D-Jump'n'Runs. Und dann vielleicht auch noch auf dem GameCube. Aber danach, ab der Wii, hat sich das Ganze wieder so ein ganz klein bisschen zurückentwickelt. Mir hatte mal jemand gesagt, dass es schon alles so richtig und ja, dass es schon alles so richtig sei. Einfach weil, ja, viele Leute eigentlich auch gar keinen Bock so auf eine große Oberwelt haben und eigentlich sich so gar nicht, ja, das ist, 3D-Jump'n'Runs sind zwar irgendwie auf eine gewisse Art und Weise cool, aber irgendwie halt auch nicht. Weil es halt so unnötig. Upsala. Vieles könnte man. Aha. Vieles funktioniert einfach in 2D bei so einem Jump'n'Run irgendwie so ein bisschen besser. Und es ist ja eigentlich auch so, bis auf Nintendo und Rare gibt es ja nun wirklich vergleichsweise wenig Entwickler, die es geschafft haben, vernünftige 3D-Jump'n'Runs zu produzieren. Und von daher ergibt es schon Sinn, dass viele Entwickler sich davon irgendwie von dem Thema auch so ein bisschen abgewandt haben und sich so gedacht haben, na gut, funktioniert jetzt bei uns sowieso nicht so ganz so toll und im Endeffekt verkaufen sie sowieso nur so Sachen, Jump'n'Run-Sachen von Nintendo und dergleichen. Also warum sollen wir uns da weiter drum kümmern? Ein gutes Beispiel, das in eine andere Richtung geht, ist ja jetzt eigentlich das neue Spiel der Banjo-Kazooie-Macher, was dann irgendwann vielleicht 2016 rauskommt oder so. Yooka-Laylee, was ja über Kickstarter finanziert wird und wurde und wo man auch richtig gemerkt hat, dass die Leute aber irgendwie dann doch noch Bock auf 3D-Jump'n'Runs haben und ja, sich ganz gerne auch mit dem Thema wieder beschäftigen wollen und so. Und ich finde das eigentlich ziemlich spannend. Ich selber freue mich auch auf Yooka-Laylee. Jetzt nicht mal so ultra krass, wie ich mich vielleicht freuen müsste oder so. Aber ich ja, bin gespannt, wie dieses Experiment dann schlussendlich enden wird. Also was dann, wie das Endprodukt dann aussehen wird. Ob ich da dann tatsächlich auch Spaß dran habe. Oder ob ich für mich dann vielleicht feststelle, aus welchen Gründen auch immer, dass ich mittlerweile eigentlich 2D-Jump'n'Runs auch viel geiler finde und 3D-Jump'n'Runs alles so ein bisschen, dass die einfach so ein bisschen vielleicht too much sind oder so, ich weiß es nicht. Aber, ja, habt ihr ja vielleicht irgendwie auch eine Meinung zu und wenn ihr die habt, dann würde mich das schon irgendwie interessieren. Ich meine, hat beides irgendwie Vor- und Nachteile. 2D-Jump'n'Run, 3D-Jump'n'Run. Ich habe beide Phasen miterlebt, beide Phasen genossen. Und gibt sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen Positiv- und Negativbeispiele. Also ja, ist da vielleicht auch ein bisschen schwierig, das immer so ein bisschen zu pauschalisieren. So, blups, mit diesen Wollkugeln und so. Es fällt ein bisschen schwer, dieses Schloss hier für voll zu nehmen. Beziehungsweise so zu denken, hui, das ist ja ganz schön gefährlich. Weil eigentlich ist das alles nur knuffig und extrem süß und so weiter. Und sofort. Ich ärgere mich voll, dass ich das eine. Dass ich das eine. Die eine Blume direkt am Anfang übersehen habe. Weil ich es einfach nicht gecheckt habe. Hoppsala. Weil ich es einfach nicht gecheckt habe. Och man, ich dachte, hier kann man einfach ganz cool rübergehen. Da muss man ja aber ein bisschen aufpassen. Das ist ja schlimm. So. Blups. Volle Energie? Nicht so ganz. Was habe ich jetzt alles nicht eingesammelt?
Ja, 15 von 20, 16 von 20. Oh ja. Also irgendwie ja nicht. Vielleicht? Nee. Dass meine Kettenreaktion hier auslöst, hätte ich fast gedacht. Aber na gut, wir müssen sowieso noch mal ein Level rein. Deswegen muss ich es jetzt vielleicht gar nicht so sehr übertreiben. Und wir gehen stattdessen zum Endgegner? Fragezeichen? Ich denke ja irgendwie schon. Und bin mal gespannt. So. Hi. Ihr Yoshi seid ganz schön hartnäckig. Ich dachte, ihr hättet schon längst aufgegeben. Xilebro, knote dir die Hose zu und schnapp ihn dir! Ja. Okay. Es läuft jetzt wieder auf das altbekannte Spiel heraus, ja? Ich soll ihm die Hose ausziehen? Kann das unter Umständen der Wahrheit entsprechen? Unter Umständen ja. Ups. Aha! Oh, funktioniert tatsächlich. Das ist ja schön. Gut. Oh, er ist nicht alleine. Funktioniert also schon mal ein bisschen anders als bei Super Mario World 2 Yoshi's Island. Dort war er nämlich. Ach so, nee, dort war er nicht der Endgegner der ersten Welt. Er war der Zwischengegner. Er war in Welt 1.4 stationiert. In Welt 1.8 war das eigentlich noch ein Schleimi, der da sein Unwesen getrieben hat. Aber okay, jetzt ist er also hier der Endgegner von Welt 1.8. Und es geht einzig und allein darum, ihm die Hose auszuziehen. Und das können wir tun, indem wir ihn die ganze Zeit treffen und dann an seinem Hosenbund so ein ganz klein bisschen ziehen. Und das sieht total lustig aus. Und dann haben wir ihn ausgezogen und er schämt sich total und dann geht ihm die Luft aus. Oh, armer kleiner Kerl. Okay. So, sein Aussehen kommt nicht von ungefähr. Da haben sich die Entwickler ganz klar bei einem gewissen Gallier orientiert. Gemeint ist natürlich Obelix. Und Xilebo ist auch nichts anderes als Obelix halt rückwärts geschrieben. Das so als kleine, ja, als kleine Randbemerkung am Rande. Jetzt haben wir auch das letzte Garnpaket irgendwie übersehen. Das war zum Schlimmen, zum Schluss nix. Und jetzt ergibt eben auch der Kommentar, Where is Xirezza, total Sinn. Denn, ja, oder schreibt es jemand nochmal, Xilebo gleich Obelix. Xirezza wäre ja nichts anderes als Asterix rückwärts geschrieben. Den gibt es tatsächlich nicht. Aber naja, was nicht ist, kann ja vielleicht noch kommen. Du hast einen neuen Trickanstecker erhalten. Finde ich aber schön, dass sie Xilebo wieder mit eingebaut haben. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir noch weitere Endgegner aus den anderen. Ja, nee, ob wir noch weitere Endgegner aus Super Mario World 2 Yoshi's Island hier sehen werden in dem Spiel. Oder ob es jetzt bei dem Xilebo-Gastauftritt im Endeffekt geblieben ist. Ich meine, es ist schon mal seltsam, dass sie zum Beispiel Monty eingebaut haben und jetzt Xilebo kommt. Was ist mit dem Schleim? Der Schleim war ihnen vielleicht nicht charakteristisch genug oder so. Könnte ich mir unter Umständen vorstellen. Wo geht's denn jetzt eigentlich als nächstes hin? Ach so, 38 von 40, Mist. Natürlich nicht alle Blumen eingesammelt. Das ist ziemlich doof. Und kann man nicht generell, ja, man kann sich eine Weltenübersicht anschauen. Da können wir mal ganz kurz gucken, was wir hier alles so eingeheimst haben. Und das ist unterm Strich ein bisschen was gewesen, aber leider nicht alles. Wir müssten in Welt 1.3, 1.4 und 1.5 nochmal rein und natürlich in Welt 1.8, um dann das komische Überraschungsei da auf der rechten Seite vermutlich freizuschalten, was dann wohl eine Bonuswelt sein wird. Und die Bonuswelten an sich, die waren ja in Mario World 2 Yoshi's Island auch immer was ganz Besonderes. Und vor allem immer bockschwer. Mal gucken, ob das hier ähnlich wird oder nicht. Ja, ist jetzt halt nur die Frage. Versuche ich jetzt erstmal Welt 1 dann noch zu komplettieren? Oder begeben wir uns dann direkt in Welt 2 hinein? Tja, das ist so die Frage. Zumal ja auch nicht gesagt ist, dass ich das alles auf Anhieb wirklich sofort finden werde und so, ne? Aber wie gesagt, ich hätte schon ganz gerne irgendwie die anderen Garn-Yoshis noch zusammen und es wäre irgendwie total knuffig, wenn ich das alles haben könnte. Ich hätte total Bock auf 100% hier in diesem Spiel. Habt ihr da auch Bock drauf? Dann würde ich mich freuen. Und dann schreibt das unter Umständen in die Kommentare. Wenn nicht, dann könnt ihr das auch schreiben, aber ich weiß nicht, ob ich es dann berücksichtigen werde. Das nur so am Rande. Für den Moment freue ich mich jedenfalls, dass wir Welt 1 abgeschlossen haben. Zumindest vorläufig. Und ja, das soll es dann für den Moment erstmal gewesen sein.
Wir machen hier aber natürlich ganz, ganz bald weiter. Ich sag für den Moment aber erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.